Eine Überraschung sollte das hier vielleicht sein. Okay, das ist alles eingestürzt gerade. Ah, Schmerzmittel, wunderbar. So, wo kommen wir als nächstes durch? Ist hier irgendwo noch ein etwas, was explodieren kann? Oh Gott. Ah. Gut, damit können wir das Feuer löschen, wunderbar. Puh. So, unser Weitergang. Okay. Strom. Nächstes Problem. Kann ich das irgendwo ausschalten? Okay, die Kisten fallen runter. Hier scheint Strom zu sein. Okay, Strom ist dafür aus. Mist, solange das Notstromaggregat läuft, können wir glaube ich auch nicht durch diese Treppe, oder? Moment. Ja doch, mit dem Notstromaggregat können wir sehr wohl dadurch. Ja, klasse. Gut, dann weiter, speichern. Hier müssen wir seitlich dran vorbei. Vlad hatte Winnies tragikomische Existenz mit einem Knopfdruck beendet. Oh. Autsch. Armer Kerl. Armer Bastard. Na, fallen noch die Füße vom Himmel. Aber wo ist Max? Er stand ja direkt daneben. Den müssen wir dann auch suchen. Mag er sein. Gucken wir mal hier weiter. Vielleicht hat er sich ja retten können. Musik startet. Speichern wir. Da liegt er. Sie fand mich, wo Vlad mich zurückgelassen hatte. In einer Blutlache auf ihrem Fußboden. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Es gibt kein Happy End. Max. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum. Liebe und Freundschaft. Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab's ihm Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt-Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber Sie wissen ja, wie Sie sind. Sie würden nie aufgeben. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Ah! Wir halluzinieren wieder. Nach einem Kopfschuss, aber auch nur seltsam. Na gut. Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin. Speichern wir erstmal. Irgendein Kopfschuss überleben ist natürlich nicht ganz so einfach. She made me do it. Sie hat mich dazu gebracht, es zu tun. Verbrechen aus Leidenschaft. Der Fall ist Ihrer, Payne. Sie sind der Einzige, der ihn lösen kann. Eine Kugel im Kopf. Der Killer sucht nach Antworten.
Aber er sucht an der falschen Stelle. Er sollte sie in seinem eigenen Kopf suchen. Wir sehen uns selber. Der Verdächtige ist bereit für die Gegenüberstellung. Beeilung, Payne. Sonst verpassen sie ihn. Oh. Sein Herz ist gebrochen. Verdammt, wir verlieren ihn. Geben Sie ihm Hoffnung. 6 Milligramm. Laden. Bereit? Bereit. Nichts. Noch einmal. 300. 300. Laden. Bereit? Bereit. Nichts. Bravura trocken in uns. 350. Laden. Bereit? Bereit. Immer noch nichts. Er ist tot. Zeitpunkt des Todes. 2.30 Uhr. Wir können nichts mehr machen. Gucken wir mal. Wir sind jetzt hier gerade in der Polizeistation. Sind sie bereits im Verhör, sagte Bravura. Und das ist hier auch noch der Ding. Das ist aber alles aus. Langweilig. Wir speichern und gehen dann mal rüber zu der Gegenüberstellung. Wo wir selber stehen. NYPD, Waffe fallen lassen. Was willst du tun, Kumpel? Wenn man genau hinguckt, machen wir uns alle für etwas schuldig. She has dyed her hair red. Sie hat ihre Haare rot gefärbt. Ich überlege gerade, ob das auch schon dieselbe Nachricht war vorher, aber egal. Der singt wieder. The Flesh of Fallen Angels. Also das Fleisch der gefallenen Engel. Wir gehen nochmal weiter. Ich wurde verraten. Okay, die hat sonst nichts, oder? Okay, wir konnten ihn umbringen. Wir haben auch nichts von ihm. Bitte töten Sie mich nicht! Bitte, Sie haben gewonnen! Mich gehen. Sie können alles haben. Den Waffenmarkt, alles. Aber lassen Sie Spiegel sind, machen mehr Spaß als Fernsehen. Ancient, teure Freund. Spielen wir ein kleines Spielchen. Das gefällt Ihnen doch, oder? Die Regeln sind einfach. Für jede richtige Antwort entferne ich einen Teil des Sprengstoffs an Ihren Kopf. Wenn Sie alles richtig machen, können Sie gehen? Ja, wie klingt das? Okay, okay. Und angesichts Ihres augenblicklichen Aufzugs drehen sich alle Fragen um Ihre Lieblingsserie. Okay. Bereit? Die erste Frage. Wie ist der Name des großen Bösewichts in Captain Baseball Bad Boy? Maxwell's Dämon! Maxwell's Dämon! Einfach! Gut gemacht, Vincent. Und jetzt, wie versprochen. Glückwunsch. Die halbe Bombe ist vor. Noch eine richtige Antwort und Sie können nach Hause. Okay, okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Wie lautet die Frage? Wer ist der eigentliche Schöpfer von Maxwell's Dämon? Dr. Entropy, natürlich. Was meinen Sie? In Wirklichkeit, der Autor der Serie, Sammy Waters. Beeindruckend, Vincent. Aber leider falsch. Maxwell's Dämon wurde von James Clark Maxwell geschaffen, einem britischen Arzt des 19. Jahrhunderts. Das ist unfair! Oh Mann! Sie müssen mir noch eine Chance geben! Winnie, Vincent, das würde ich gern. Aber Regeln sind recht. Nein, nein! Bitte nein! Bitte nein! Töten Sie mich nicht! Der Kopf ist explodiert. Dearest of my all friends. Sagen wir noch eine Explosion. Okay, da ist die Kappe von. Ah, der ganze Kopf. Nicht nur die Kappe. Nehmen wir ihn mit. Oh, die Decke ist weg. Die Halluzinationen werden immer schlimmer. Rauch kommt noch hier hinzu. Ich speichere mal kurz.
Keine Angst, Vlad ist hier. Mona Sachs. Wladimir Lem. Gate ist tot. Das war zu erwarten. Keine große Sache. Es ist nicht zu spät, mein Schatz. Wechseln Sie die Fronten und alles ist verloren. Wir wären ein großartiges Paar. Ich der König, Sie meine Königin. Träum weiter. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Erledigt die Schlampe! Einarmiger Bandit. Wir erinnern uns an den Spruch, der in der Polizeistation gesagt werden musste von, hier, von Mona. Speichern wir kurz. Und da hatte sie ihm die Armverletzung wahrscheinlich auch besorgt. Deswegen auch einarmiger Bandit. Ja, das war wahrscheinlich dann das Treffen, bevor wir zu ihm kamen. Als er das, als wir ihn das erste Mal kennengelernt haben. Stimmt, als Vinny da gegen ihn gekämpft hatte. Das musste eigentlich die Stelle gewesen sein. So, die Droge wie vor Blood. So. Ich kenne zwar V für Vendetta, aber wie vor Blood ist doch auch in Ordnung. Das ist die Max Payne-Version. So. Drei Türen. In die geht es rein. In die geht es rein. Und in die geht es rein. Ein kleines Labyrinth sozusagen. Da sind wir selber. Das wirst du bereuen. Das waren wir aber nicht selber, oder? Können wir uns anschließen? Nein. Das ist ein Spiegel, okay. Guck mal, hier kommen wir auch noch entlang. Okay, hier wird's dunkler. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Ein langer Gang. Wahrscheinlich wachen wir jetzt gerade wieder auf in der Aufwachphase hier. Mona Sachs. Das wird nichts helfen. Die Kugel in meinem Kopf hat mich zu dir geführt. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Sie war wunderschön. Ich hasste sie dafür, dass ich so fühlte. Jetzt, da wir zusammen waren, wollte ich keine Antworten von ihr hören. Bist du okay? Vlad war unterwegs zu Woodens Anwesen. Sei nicht dumm. In deinem Zustand gehst du nirgendwo hin. Du wirst sterben. Ist mir egal. Das ist nicht dein Kampf, Max. Noch kannst du gehen. Ich bitte dich. Ich verdiente nicht, davonzukommen. Es gibt kein Happy End. Du kommst mit mir. Es war zu spät. Ich konnte ihr nicht trauen. Nicht bevor das hier erledigt war. Liebe tut weh. Vlad hatte recht. Es gibt keine Wahl. Nichts außer einer geraden Linie. Die Illusion kommt hinterher, wenn man sich fragt, warum ich und was wäre wenn. Im Rückblick sieht man die Abzweigung wie bei einem Bonsai-Baum oder einem Blitz. Hätte man etwas anders gemacht, wäre man es nicht selbst. Jemand anders würde zurückblicken und eine andere Reihe von Fragen stellen. Showtime. Ich gehe zuerst runter. Gib mir von hier aus Deckung. Da! Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Mona! So. Mona hat sie erledigt. Und ich kann mich noch dran erinnern. Ja, Mona hat gerade den letzten erledigt. Nope. Max, ich gehe rein. Verdammt! Wir speichern hier kurz. Neue Gegner sind gerade nicht da, das ist auch gut so. Denn ich wollte gerade eigentlich eine Abmoderation machen. Wir haben uns... Natürlich, ich kann mich daran erinnern, dass das hier das letzte Level ist. Glaube ich jedenfalls, ja doch. Ja, und dementsprechend wollte ich da gucken, ob ich wieder hier
den wunderbaren GM Sorrybot hier hinkriege, der das Let's Play natürlich auch aufmerksam verfolgt. Ja, ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn Max Payne 2 gespielt wird. Guckt bitte in die Videobeschreibung rein, da findet ihr einen Link, wie ihr mich abonnieren könnt, oder eher gesagt, wo ihr mich abonnieren könnt, und auch einen Link rüber zu GM Sorrybot, der dann in der nächsten Aufnahme mit dabei ist. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und sehr gerne gesehen sind auch Kommentare. Ich rede gerne mit meiner Community und ist mir auch egal, was da drin stehen möge. Sofern es nicht Werbung ist oder ansonsten irgendein Geflame. Aber ansonsten bin ich offen für jeden Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Rob Structor. Tschüss.